einzusetzen für dieses Land. Es sind Verbrecher, die eins bewiesen haben, sie hassen Deutschland. Dann, bitte geht, dann habt ihr hier nichts verloren. Der eigentliche Staat, in dem wir leben, ist das Deutsche Reich. Die Bundesrepublik Deutschland existiert überhaupt nicht mehr. Sie ist nur noch ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet, welches von einer mafiösen Gruppe regiert wird. Wir müssen dafür kämpfen, unsere staatliche Souveränität wiederzugewinnen. Es hat in Deutschland, in Thüringen, eine Staatsgründung stattgefunden. Hauptstadt Weimar, das ist kein Witz. Und unser jetziger Ministerpräsident Bodo Ramelow, der Mitglied im Bundesarbeitskreis Shalom ist, weiß darüber ganz genau Bescheid. Und wir fordern, dass dieser Mann mal hertritt und uns mal erklärt, was das eigentlich soll. Es gibt überhaupt keine Staatsgründungen hier in unserem Vaterland und schon gar nicht in Thüringen und schon gar keine jüdische Staatsgründung. Wir brauchen für Europa ein Programm, was diese volksfeindliche Politik komplett ändert. Wir brauchen ein europaweites Programm zur Umkehr und zu einem System, was der EU, wie wir sie heute kennen, und den mörderischen Plänen Kuhnhof-Kalergis genau entgegensteht. Denn die Pläne Kuhnhof-Kalergis beinhalten genau das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Eine eurasisch-negroide Mischrasse soll aus uns gezüchtet werden. Und da diese Mischrasse sich nicht selbst organisieren kann, bedarf es einer Führungsschicht. Und Kuhnhof-Kalergi hat diese Führungsschicht in seinem Werk Praktischer Idealismus von 1925 in den europäischen Juden ausgemacht. Wir fordern ein Ende des Volksverhetzungsparagrafen 130. Dieser Paragraph gehört abgeschafft. Er spendet sich gegen jegliches Recht. Selbst nach UN-Recht ist dieser Paragraph rechtswidrig. Genauso handelt es sich um das Antidiskriminierungsgesetz in der Schweiz und das Wiederbetätigungsgesetz in Österreich. Der gesamte deutschsprachige Raum hat Maulkorbgesetze und die verbieten uns, die Wahrheit zu sagen. Ich erkläre unseren Kindern, geh nicht mit Fremden mit, steig nicht zu Fremden ins Auto, nimm nichts von Fremden. Aus gutem Grund, das sind alte Weisheiten. Dem Fremden ist zunächst immer mit Vorsicht entgegenzutreten. Und nun versucht man uns einzureden, diese alte Erfahrung ist nichts mehr wert. Angesichts der Nachrichten aus Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, aus deren Zeitungen über schon fast systematische Vergewaltigungsorgien, da soll ich sagen, vertraue jedem Fremden, heiße jeden willkommen. Ich scheiße auf diese Willkommenskultur. Die ist unnatürlich. Eines unserer wesentlichen Ziele ist, dass wir nicht überfremdet werden. Was zurzeit passiert, ist ein Affentheater ohne Gleichen. Herrgott noch mal, wenn früher Hunderttausende von Ausländern kamen, da wurden die Streitkräfte mobilisiert, die Grenzen dicht gemacht, da hat das Militär bewaffnet. Heute gibt es Empfangskomitees und andere Arschlöcher, die Leute auch noch empfangen. Ein Unterschied ist nicht gegeben. Es ist genau das Gleiche, ob die nun mit Panzern kommen oder ob die angeschlichen kommen und auch noch Trinkgelder kriegen. So geht's nicht. Herrschaftszeiten, wir müssen etwas tun für unser Volk, für unsere Zukunft. Wir haben ein wunderbares Land zu verteidigen. Das Deutschland ist großartig. So, danke dem Redner. Genau so ist das. Wir haben die Vertreter der Gegenseite hier gehabt. Und genau das haben sie uns als ihre Vorstellung verkündet.
es gibt keine Rassen. Also es gibt nur eine menschliche Rasse, alles andere gibt es nicht. Da muss ich jetzt mal die Frage stellen, wenn es nur den Menschen als Grundlage gibt, wie ist das dann beim Hund? Gibt es da jetzt auch keinen Dackel mehr und keinen Schäferhund und keinen Labrador? Gibt es nur noch eine Rasse Hund oder macht das eine Ausnahme? Was ist mit Rassekaninchen und was ist mit Rassegeflügel? Gibt das alles nicht mehr? Wir sind heute hier, um endlich mal dort aufzutreten, wo dieser ganze Schund und Unfug herkommt. In Erfurt, da wo sie ihr Volk verraten, nämlich uns Thüringer. Und jetzt kommen wir mal zum Eingemachten-Teil hier, damit die Sache auch mal Spaß macht. Ich sage, wir haben gezeigt, dass wir mobil sind. Wir haben gezeigt, dass wir zusammenhalten. Denn hier stehen Thüringer für Thüringen, die beweisen, dass das Volk ihnen nicht egal ist, sondern dass wir gemeinsam jede Woche in Thüringen auftauchen. Und dann wird es die linke Bande schwer genug haben, uns da etwas entgegenzusetzen. Und natürlich genauso die ethnischen Probleme, die sie in ihrer Heimat schon nicht unter Kontrolle bekommen haben. Genau diese Probleme bringen sie hier nach Deutschland. Warum geht denn der Kurde auf den Iraker los? Warum geht der Schiit auf den Sunnit los? Warum tötet der Mann von der ISIS im Muslim? Ja, ganz einfach, weil alles wird in einen Topf geschmissen und von dem wird gerührt. Es sind nicht die Flüchtlinge oder es sind nicht die Kriegsweisen. Nein, in dieser ganzen Vielzahl sind Verbrecher mit dabei. Verbrecher und Menschen, die gar kein Interesse haben, sich hier einzusetzen für dieses Land. Es sind Verbrecher, die eins bewiesen haben, sie hassen Deutschland. Dann bitte geht, dann habt ihr hier nichts verloren. Dann will euch auch keiner hier haben, denn wir haben genug andere Probleme. Und erst lösen wir unsere Probleme und dann den Rest der Welt. Liebe Erfurter, ihr seid nicht alleine und ihr braucht auch keine Angst zu haben. Hallo Mädchen, komm her. Was ist da los mit dir? Du musst ganz entspannt durchatmen. Mein Arzt hat auch immer gesagt, einmal tief durchatmen. Mädchen, ich höre keinen Mensch, ich habe das Mikro. Also lasst sie das einmal hören in den Thüringer Park. Vielleicht kriegen wir dich toll zum Erschallen. Wir sind hier. Wir sind das Volk!
wollen keine! Wir wollen keine! Ich kenne auch noch ein super Ding. Bringt Wasser, bringt Seife, wascht sie, denn sie stinkt wie Scheiße.